Meeresmuschel. Feder des Todes. Eine flaumige Feder mit demselben Farbton wie Korallen, die von der zeremoniellen Kleidung einer Schreinjungfer stammen sollen. Feder des Tiefenpalasts. In den Tagen, als die vielen Clans das Licht der Welt erblickten, wählte Umikami Schreinjungfern aus, dem Volk des Meeres. In der Geschichte, die in Inselliedern besungen wird, war die erste göttliche Priesterin einst eine der Töchter des Meeres, die Perlen sammelte. Sie würde zu den Kindern kommen, die in ihrem sinnlosen Konflikt ihre Zukunft aus den Augen verloren haben. Und zu den Alten, die inmitten der unbarmherzigen Tragödie die Hoffnung auf die Schönheit des Lebens aufgegeben haben. Die göttliche Priesterin tröstete die Menschen mit ihren schönen Liedern und sanften Worten. Und inmitten der stürmischen Zeiten sahen die Menschen von Watatsumi zum ersten Mal Hoffnung. Diese aus dem Meer stammende Feder soll aus dem Festgewand dieser göttlichen Priesterin stammen. Sie wurde versehentlich von einer zarten Kinderhand herausgezogen und von einer aufmerksamen Person sorgfältig aufbewahrt. Später, als der tapfere Held und die Priesterinnen zu ihrem unwiderruflichen Untergang eilten, ist das Festgewand der göttlichen Priesterin nicht verloren gegangen, sondern wird mit der Erinnerung bis in die Gegenwart weitergehen.